Hallo, ich bin Bettina Schamann, bin hier im Josefshospital auf der Kardiologie als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich bin hier im Haus seit 2004. Ja, ich habe zwischendurch noch eine Weiterbildung gemacht für Pflegeüberleitung und Entlassungsmanagement. Habe zwischendurch Pflegekurse neben meinem ganz normalen Berufsalltag gegeben. Ich war jetzt in Corona-Zeiten, war ich hier unten auf der Intensivstation 3 Tage zum Hospitieren. Und ja, ich habe mich auch jetzt hier beworben, nach 16 Jahren. Wir haben jährlich ein Gespräch mit unserer Leitung. Da werden solche Fragen halt auch gestellt, zum Beispiel, wie sieht dein Weiterbildungspotenzial aus? Möchtest du was machen? Das und das kannst du machen. Dann unterstützt die Leitung einen auch. Dann geht man halt zur Pflegedienstleitung, dann wird das alles beantragt und kommt das auch alles soweit durch. Also ich finde, Familie und Beruf kann man hier sehr gut vereinbaren. Man kann hier sehr gut als Teilzeitkraft wieder anfangen. Die Wünsche werden berücksichtigt, so dass wirklich Familie und Beruf unter einen Hut passt. Selbst wenn man mal sagt kurzfristig, oh, mein Mann hat jetzt gerade eine schlechte Zeit in der Firma, kann ich vielleicht mal irgendwie 3 Monate aufstocken oder so. Da ist das auch kein Problem. Also wird hier eigentlich alles möglich gemacht. Meine Chefin ist wirklich super, also die geht wirklich auf Wünsche ein und sie ist auch nicht einfach nur eine Chefin, sie ist auch irgendwie noch ein Teamer weiterhin. Ich finde dieses persönliche Verhältnis zu der Leitung noch sehr wichtig und möchte auch, wenn ich irgendwie ein Anliegen habe, als erstes zu ihr gehen und nicht einfach sagen, so, ich mache jetzt heute was anderes. Ich würde es halt erst mit ihr besprechen, bevor ich irgendwas anderes vorhabe. Und ja, das erwartet sie von uns und ich würde es halt andersrum auch nicht von ihr. Also ich würde es auch anders von ihr so erwarten. Das läuft auch so bei uns im Team so und das finde ich halt wirklich klasse.